Guten Tag, moin moin, liebe Leute, seid gegrüßt. Neue Runde LS22, nordfriesischer Marsch. Wir sind unterwegs zum Hackschnitzel fräsen. Ja, wir brauchen natürlich wieder Nachschub. Hackschnitzel fürs die Pelletsproduktion, für die Zellstoffproduktion immer gebraucht. Denn wir haben ja kein Pappelnfeld mehr. Die letzten beiden Saisons hatten wir noch ein Pappelnfeld, wo wir Pappeln fräsen konnten. Das hat eine Menge Hackschnitzel gebracht. Das haben wir nicht mehr. Das sollen wir schon sehen, dass unsere voll ausgewachsenen Bäume auch weggefräst werden, ne? Und wir uns einmal die Pelletsproduktion voll machen und gerne auch sonst das Lager voll machen. Die Zellstofffabrik hat nämlich eine Menge Hackschnitzelbedarf. So, ja, ansonsten gucken wir mal. Also wir müssen noch ein paar Sachen, bevor wir jetzt richtig ins Fräsen reingehen können. Seht ihr oben die Bedürfnisse, ne? Gärreste eine Stunde. Das sollten wir jetzt gleich erstmal vorher noch machen. Malzfabrik Weizen müssen wir abschalten, ist eh klar. Und das andere sind schon wieder 20 Stunden, also da haben wir viel Luft nach oben. In der letzten Folge habt ihr vielleicht gesehen, ne? Ich habe jetzt endlich den Hof soweit fertig mit den aktuellen Hallen. Jetzt müssen sie nur noch eingeräumt werden. Wir haben sie noch umbenannt, habe ich in der letzten Folge. So, dass in Zukunft kann ich auch gleich machen können. Die ganzen stromproduzierenden Hallen bei uns in der Produktionsübersicht, ne, wenn wir hier gucken übers Produktionsinfomenü, dass es hier nicht irgendwo mittendrin auftaucht, die Hallen für die Stromgewinnung, sondern die sind jetzt alle hier unten am Ende hin sortiert. Das macht das ein bisschen übersichtlicher, die Liste in den Produktionen. Und ich habe schon die nächste Überlegung noch in den Raum geworfen, ob ich nicht einen Versuch, also ich könnte auch umbenennen, Holzsägewerk, Holztischler, und dann hat man die ganze Holzindustrie halt auch auf einem kleinen Raum zusammen, ne? Daniel, wir danken dem Prime Sub. Ein halbes Jahr schon voll. Vielen herzlichen Dank auch für den Support. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Wie viel geht denn hier noch rein? Ah, 400.000, das ist viel. Also 30.000 bringt zwar ein Baum hier so rumstehen, und die sollen ja eigentlich alle weg. Ne? Ja, auch. Wow. Bäume kommen weg. Und dann müssen da ein paar neue hin. Keine Ahnung, 60 Stück oder so. Mal gucken. Sägewerk Hackschnitzel kommt jetzt oben rein. Da würde ich behaupten, ist es jetzt erstmal seine letzte Tour. Und danach fährt er mal hin. Nicht mehr Sägewerk Hackschnitzel, sondern Ballenhalle bei der Pellets leeren. Da, wo wir jetzt gleich Hackschnitzel reinfräsen, ne? So machen wir das. Dann lass uns nochmal die Wassergeschichte, also Gärreste, gucken. Wo ist denn er? Ach, der hängt tatsächlich schon wieder hier. Also ich verstehe euer Problem jetzt auch so nach und nach. Das ist immer das, was einige melden. Die LKWs kommen die Rampen nicht hoch. Das ist halt auch echt ein Problem vom LKW, ne? Hier ist besser, wenn man das nahe aneinander schiebt, die Platte. Na guck, schon kommt er perfekt rüber. So, aber du kannst jetzt nicht Wasser hinbringen zum Obst-Apfelwasser. Das war nichts. Wir können gucken, ob das Labor den Rest vielleicht annimmt. Ja, sieht gut aus. Das Labor hat Wasserbedarf. Dann können wir das hier loswerden. Wir hätten es wahrscheinlich auch bei den Tieren loswerden können. Wir wollen danach aber schnell zur Biogasanlage. Und Gärreste abholen. Unser Steinesammler, der hat natürlich, nachdem wir letztens wieder neu starten mussten, das ist schon irgendwie zwei, drei Folgen her, habe ich, glaube ich, den Steinesammler gar nicht wieder losgeschickt, ne? Den John Deere mit dem Steinesammler? Müssen wir gleich mal gucken. Ja, und dann können wir bald schon wieder Diesel einkaufen. Ich muss eigentlich auch sehen, was haben wir denn aktuell noch für Preise für Diesel. Wenn wir mittlerweile wieder in den Tankstellen gucken, ist schon wieder ein bisschen entspannter in Real Life, ne, Leute? Was sagt ihr? Also ich habe letztes getankt für 1, also für unsere norddeutschen Verhältnisse echt günstig. Diesel, ne? Diesel für 1,68 Euro. Jetzt kommt ihr. Schreibt gerne in die YouTube-Kommentare, wie ist der Preis heute bei euch? Und was habt ihr letztens bezahlt? Also 1,68 fand ich schon gut, wenn man mir überlegt. Wir haben vor einem Dreivierteljahr ungefähr der Spitze
2,30 Euro bezahlt, ne? Also circa bei uns für Diesel. 2,30 Euro pro. Ja. Okay. Jetzt wissen wir auch, wie das passiert. Ich bin nicht gefahren, das war der Helfer, ne? Schon krass. Das ist ein Unterschied. Überleg mal, wir tanken vielleicht, ja, was weiß ich, 60 Liter. Oder 65 Liter. Wenn einigermaßen leer ist. Und dann bei 60 Cent weniger. Das sind 36 Euro weniger, ne? Also wir können jetzt voll tanken und sind wieder unter 100 Euro. Das ist so toll, was man sich über solche Sachen freuen kann, ne? Aber es macht schon einen Unterschied. Immer noch viel zu teuer, das ist korrekt. Das steht außer Frage. Aber im Verhältnis ist ein ganz anderer Schnack. Gleich kommt der Matchmap-Charakter, Holzfräsen. Ja, das dauert noch ein bisschen Matchmap, bis wir heute wieder Holzfräsen. Aber ich habe gestern noch was richtig Gutes gesehen, was unser Obst angeht. Das behalten wir noch ein bisschen. Letzte Woche Diesel in Österreich 2,44 Euro an der Autobahn. Krass teuer. Ich meine, gut, Autobahn-Tankstellen sind immer noch ein bisschen teurer als die normalen, aber das ist viel Unterschied. Ja, so eine Übersicht ist wieder geplant. Sobald wirklich viel Neues dazugekommen ist. Ich meine, das letzte war in Folge 500. Und in Folge 500, ich glaube, seitdem ist ja so gut wie nichts Neues dazugekommen. Aber leider, weil einfach wenig Zeit war, was einen festen Platz hat auf der Karte, oder? Also natürlich ist klar, die Gemüse ist dazugekommen, Nudelproduktion ist dazugekommen. Das sind aber alles Produktionsstätten, die keinen hundertprozentig fest definierten Platz auf der Karte kriegen. Also ich weiß nicht, wie ich zeitlich hinkomme jetzt. Morgen, übermorgen ist Modding-Vormittage, Mittwoch glaube ich sogar auch. Dienstagabend wird kein Ladies-Stream sein, das ist schon mal unwahrscheinlich, weil wir müssen Montag, Mittwoch leider wieder zu einer Beerdigung. Der Bruder von Shellys Vater ist leider verstorben. Sprich ihr Onkel, Großonkel, nee, Onkel, Großonkel. Okay, ne? Naja, auf jeden Fall, genau, der Bruder vom Vater ist verstorben und da sind wir Mittwoch zur Beerdigung. Dementsprechend, ja, ne, das ist in Nordfriesland. Da lohnt das denn nicht und arbeiten vor mir das noch ein bisschen, aber haben wir das einen Tag Urlaub genommen. Am Montag, Dienstag, Vormittag ist auf jeden Fall Zeit zum Modden. Und mal gucken, wie weit ich denn mit dem Zentrallager komme. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass wenn ich konzentriert, ruhig und Vollgas geben kann und halt unsere Kinder fit bleiben und so weiter und so fort, dass das nächste Woche, im Verlauf der Woche eigentlich fertig sein sollte. Was nicht heißt, dass es dann schon direkt zum Dom kommt. Das dauert wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen länger. Weil ich wollte ja noch ein paar andere Sachen fertig kriegen, damit es sich dann auch lohnt und, ne, das, was gerade eben angesprochen worden ist oder heute angesprochen worden ist, mit den Leerpaletten nochmal zu schauen. Recyceln, Leerpaletten, fehlt da jetzt noch was oder ist es bei allen Stationen drin? Und ja, wie sieht es aus mit dem Altpapier für Zeltstoff sozusagen? Ne? Mal gucken. 1,65 schreibt der Undertaker. Mehr haben keine Dieselpreise. Diesel Plus. Ja, okay. Trotzdem teuer. Das höchste bei uns im Dorf an einer Tankstelle war 2,80 Euro. Krass. Naja, also ich glaube 2,30, vielleicht 2,40 oder so hatten wir auch mal, ne? Aber das war auch schon geschmerzt. Also das war schon das allerhöchste. So, in der Zwischenzeit ist er mal hier hingefahren und kann jetzt Gärreste auffüllen. Wie viel haben wir? 120.000 Liter knapp. Produktion umbenennen, einfach über das Menü, wenn du bauen willst. Also du gehst auf Bauen, tust du das, wenn du platzieren willst. Wenn ich jetzt hier die BGA umbenennen möchte, BGA Süd heißt in Zukunft unterstrich BGA Süd, dann wäre sie auch ganz unten und nicht mehr ganz oben. September, denke der Tag reicht doch bis April. Okay, Rolf fährt nicht ganz so viel. Oder es ist super sparsam, ein Liter Wagen. Da ist ja noch nichts von den neuen günstigen Preisen. Günstig ist relativ, aber im Vergleich müssen wir es ja sehen zu diesem
extrem hochgeschossenen Preisen. Auch Strom und Gas, das beruhigt sich alles langsam wieder. Das kommt uns jetzt zumindest zugute, ne? Stück für Stück. Sonst braucht man sich nichts vormachen. Bei einem 10-fachen Gaspreis wäre das nicht mehr lange für viele bezahlbar gewesen. Verdoppelung ist ja schon heftig, aber Verzehnfachung ist ein anderer Schnack. So, Gärreste, Düngerherstellung. Weil das war nämlich jetzt gerade, warum kam ich da drauf? Weil ich sehe oben, ich habe Dieselbedarf wieder beim Fischer. Eigentlich muss ich mal gucken, wie. Natürlich, klar, wir produzieren ja selber ein bisschen was in der Produktionsstätte, aber es muss ja dann auch, ja, wenn der Preis wieder sinkt, müsste theoretisch auch der Preis auf der Marsch wieder ein bisschen angepasst werden. Wiederum zur Folge hätte, dass natürlich der Ertrag aus der Raps, also aus der Raffinerie, auch wieder ein bisschen sinkt, weil ja der Verkaufspreis für Diesel schlechter wird. Aber da ist ja eh eine Änderung erforderlich, das wissen wir ja schon. Da muss ja eh irgendwas angepasst werden. Kannst du nicht statt Luzerne Vermehrungsgras wieder nehmen? Nee, du würdest nichts umbauen. Bau nicht eine Frucht aus, um wieder eine Frucht einzubauen. Da war nix. War schon praktisch, ja. Weiß auch nicht, ob diese Grenze überhaupt noch rauskommt aus dem LS22, dass man noch weitere Früchte anbauen kann, weil Leinsamen wäre interessant. Natürlich, klar, wird auch immer mehr Hanf, klar, wird auch mehr, was nachher auch in der Textilindustrie hier echt gut zu gebrauchen wäre. Tabak hatten wir ja eigentlich auch sonst, jetzt gar nicht um Zigaretten draus zu machen, sondern ja auch als Blausäure-Rohstoff für eine Giftproduktion, also für Herbizide, Pflanzenschutz. Der arme Werkstattmensch hier. So, steht hier, wird repariert. Autodrive-Kurse habe ich da doch eh noch nicht groß bei der Düngerproduktion, oder? Wollte aber noch Dünger verkaufen. Guck mal, 180.000 Liter haben wir. Das läuft bald voll. Schön, schön. Da sind wir ja noch bei den Schüttgütern, aber den haben wir ja hier. Da fährt ja Hackstützel, ne? Du musst uns so einen kleinen hier einfach mal losschicken. Würde ich aber erstmal eine Anhängerladung abnehmen. Oder nee, komm, ich tausche einfach aus. Und schmeißen wir eine Ladung ins Hofsilo. Und dann sind wir ja auch, dann ist ja auch egal, wenn er den Rest verkauft, ne? Dann haben wir ja genug Dünger für den fürs Frühjahr gesichert. Und zur Not produziert die Produktion ja auch weiterhin. Hier ist eh nichts. Hier ist noch kein Durchweg zum Abholen. Hier haben wir gar keinen. Hier habe ich nur Flüssigdinger. Hier ist tatsächlich alles leer. Da sollten wir vielleicht mal ein bisschen das Obst boostern. Da sagst du was. Würde ich ja jeweils. Also verkaufen wir das gar nicht, sondern ich bringe mal eine Ladung in Sicherheit ins Hofsilo. Und den Rest verteilen wir auf die 4 Obstplantagen. Und dann kommen auch schon bald Holz hier Bienen schon dazu, ne? Weil über Nacht hat doch der Tischler auch schon ein bisschen was produziert. Ja, und so viel zum Thema, ne? Wann machen wir mal ein bisschen Hackschnitzel? Thank you.
kann man ziemlich gut aufteilen eigentlich. Wir werden jetzt diesen Anhänger ja leicht noch zweimal voll kriegen aus dem, was hier ist. Und geben dann immer jeweils die Hälfte rein, einfach, ne? Je Produktionsstätte. Viel Spaß, Black Forest. Schönen Abend. Schönen Sonntag noch. Das muss ich bei Revamp nachfragen, bei dem Raven. Raven. Es gibt ja schon Sortieren und Ausblendenfunktionen und so weiter und so fort, ne? Aber gruppentechnisch keine Ahnung. Das ist also 27.000 Liter Dünger je Produktionsstätte. Das ist nicht schlecht. Auch gut, dass unsere Düngerproduktion jetzt endlich mal ordentlich läuft. So. Fahren doch da mal hin. Oder sollen wir das auch. Ach. Raps reichen der Raffinerie nur noch für einen Tag und 10 Stunden. Aber es wird Lösungen geben. Für die, die halt einfach, ne? Zu wenig Land haben, weil sie schon zu viel haben. Generell wird es für alle eine Lösung geben. Und nachher wieder eine Preisfrage. Aber man muss ja auch was haben, worauf man hinarbeitet oder hinspart oder halt erstmal zwischenfinanziert. Das kann sich ja jeder überlegen, wie er es gerne möchte. Aber wenn wir gucken in unseren Bankmanagement-Mod, wir haben mittlerweile 17 Millionen Eigenkapital. Wenn ich jetzt mal sage, komm, ich will irgendwas Tolles, Neues, ganz viel bauen, ne? Dann gehe ich zur Bank und sage, komm, gib mir bitte nochmal 5 Millionen Kredit und stotter in Zukunft jeden Monat 500.000 ab oder ne, so und bin nach einem Jahr wieder schuldenfrei. Mehr alles machen. Macht einen ja auch ein bisschen Spannung, wenn man sagt, oh, ich muss jetzt jeden Tag 500.000, also jeden Monat 500.000 übrig haben. Oder halt, wie wir das aktuell machen, mit 20% aus dem Produktionsmonatsvorumsatz. Vormonat Produktionsumsatz, so. Ja, genug. Das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Oder man spielt halt ohne sowas. Ja. Auf jeden Fall das mit dem Dünger, mit den Obstplantagen war sehr gut. Da hätte ich die eigentlich nicht mehr so auf dem Ticker gehabt, dass wir da gut boostern können. Und dann boostern wir ja noch mit den, brauchen wir auch wieder viel, ne? Den Honigbienen. Das ja, achso, nee, da ist ja gar kein Booster drin, die wird ja nicht geboostert durch Dünger. Hier wird durch 150 Dünger geboostert, 50%. Nicht egal. Macht schon einen Unterschied, ne? Wenn wir jetzt noch die Bienenstöcke hier hinbringen, dann kommt da schon ein anderer Schwung bei rum bei den Obstplantagen. Aber den brauchen wir natürlich auch. Weil sonst brauche ich auch nicht dran denken, irgendwann eine Mosterei zu haben, wenn ich da irgendwie einen Liter Saft rauskriege nachher. Oder 5 Apfelplantagen brauche, um den zu bedienen. Projekt, das ist auch Herausforderung, bestimmt. Ich war immer noch nicht beim Steinesammler, ich bin einfach noch nicht so weit durchgeklickt. Brauchen wir denn 150 pro Zyklus, stand da. Na, dann reicht das ja zumindest jetzt mal für eine gewisse Zeit mit 27.000 Litern. Ist nicht schlecht. Wäre natürlich auch eine schöne Einnahmenquelle gewesen, das ist klar. Ich wollte eigentlich
Obwohl, ne, wir können ja gleich da wieder hinfahren lassen. In der Zwischenzeit, wenn wir da hinfahren und wir im A-Fahrzeug sitzen bleiben, können wir mal kurz gucken, was sonst so los ist. Wie viel? Also ein Bienenstock lohnt nicht. Wir brauchen ja irgendwie schon 4 Stück oder so, damit jede Produktionsstätte schon mal einen kriegen kann. Und ansonsten lohnt sich natürlich auch nicht. Also Möbel und all so ein Kram, das werden wir natürlich noch nicht verkaufen. Haben wir überlegt, auch dem Tischler könnte man auch noch einige weitere Produkte geben, die passen wären. Aber hat natürlich dann zur Folge, dass man auch wieder deutlich mehr Rohstoffe noch braucht. Holz oder so, ne? Ja, musst du mal, weiß ich nicht. Das ist auch bei auf Steins Standards-Maps so, will ich behaupten. Keine Ahnung. Also auf der Frankreich-Map hatte ich das auch immer, dass die Bäume in der Distanz immer alle flackern. So, ja. Ganz bisschen bleibt dann noch übrig. Helden spielt auf Schwerden schon schuldenfrei. Das ist gut. Also. Betrinkt man eigentlich nicht in Honigspawner braucht, also nicht auf dem Winter irgendwie weniger produzieren, aber es sind 2500 Honig hier, ne? Da ist Platz für 20.000. Und zur Not glaube ich, wenn ich das gerade mal sehe, vorbeilaufe, dann schiebe ich mal eine volle Palette aus dem Trigger raus und dann ist schon wieder 5 Platz. Also da glaube ich, brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Den Mist habe ich schon mal abgeholt bei den Schafen, ja, keine Sorge. Da waren wir schon mal. So, ich wollte jetzt aber mal gucken, wie viel der Tischler für uns über Nacht produziert hat. Also klar, hier brauchen wir jetzt eh erstmal, das dauert ein bisschen. Lasuma, danke dir für den 24. Monat. Herzlichen Dank. 2 Jahre voll. Danke, danke, danke für den Support natürlich. Danke, danke. Was hatten wir? Labor, Siliermittel haben wir bestimmt wieder relativ viel. Naja, geht. Holzproduktion. Das sind also 2500 noch, das ist also gleich leer, ne? Ich noch einen Ingame-Zyklus so ungefähr, dann ist das Weizen weg. Holzpellets dürfte ein bisschen was da sein. Ja, da lohnt sich schon wieder bald ein Verkauf. Diesel haben wir eine volle Ladung für den Fischer sogar. Das ist gut, dann wissen wir das mit den Flüssigkeiten, könnten wir auch machen. Und Bienenstock, na gut, 2 Stück. Besser ein bisschen leere Holzkisten, ein bisschen Möbel, so ein bisschen, alles so ein bisschen. Leerpalette, gut, hatten wir ja eh ein bisschen auch hingebracht. Passt aber irgendwo. Na, baue jetzt nur Fendt, mach wie du möchtest. Sich im Labor Melasse runtersetzen auf Priorität aus oder was, um es dann zur Pelletsproduktion zu schicken. Aber, ach komm, nee. Ach nee. Das machen wir mal irgendwann. Da zahlt die Rente. Aber gut, dann haben wir das versorgt. Beides in der Folge geschafft hier. Gärreste. Produktionen. Das läuft wieder.
Und so können wir in der nächsten Folge dann aber echt mal Hackschnitzel machen. Mal gucken, ob wir das schaffen, alles in der nächsten Folge wegzufräsen, was da so rumsteht. Und danach lohnt sich dann auch mal wieder eine zeitsparende Bestandsprüfung. Nee. Wenn Dünger drin ist in der Plantage, wird es verbraucht. Aus wieder eine Auslagerungsmöglichkeit gibt es hier nicht. Ja, den lasse ich jetzt auch erstmal stehen. Komm. Den stellen wir mal ein. Der ist gefühlt jetzt auf seiner letzten Bahn. Doch falsch. Ich mache gar keinen Kursplay wieder eingeschaltet seitdem. Deswegen ist das Fenster auch nicht da. Hier müsst ihr doch jetzt noch eine Reihe fahren. Passt doch von den Steinen her. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.